Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Sorry, ich muss ab und zu mal nach meinem Hund gucken. Der Verband ist jetzt nämlich endlich ab und jetzt hat er so ein Söckchen drum. Aber das Söckchen, also von dem Verband hat er immer die Pfoten gelassen. Wahrscheinlich, weil er es irgendwie wusste oder so, keine Ahnung was. Aber mit dem, der Socken gefällt ihm nicht so wirklich. Den möchte er nämlich am liebsten loswerden. Eine Seerose kann ich sammeln. Aber sicher doch. Ich weiß ja nicht, was sie bringen soll. So, Kleriker. Wir haben ja einen dabei. Hier ist ein Portal. Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignadon aktiviert. Okay. Wo? Da hinten? Ja, da komme ich aber nicht hin. Da komme ich nie hin. Aber wir haben da hinten schon was. Das ist sehr interessant. Das ist praktisch. Okay, versuchen wir mal unser Glück, ob wir reinkommen. Was ich nicht glaube. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Lass uns durch. Wenn ich euch kennen würde, vielleicht. Aber dem ist nicht so. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein, ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Aber ich will da rein. Kann ich denn da wenigstens diese Batterie mitnehmen? Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt kommen. Ich weiß. Ich hatte auch nicht vor, in deine blöde Stadt zu gehen. Ach. Jetzt habe ich meinem Hund gerade so ein spezielles... Moment mal. Spray drauf getan, damit er da nicht dran leckt. Das schmeckt so bitter halt. Das Problem ist, wenn man das sprüht, kann man das auch abkriegen. Aus Versehen durch die Luft halt irgendwie... Und ich habe das auch voll im Rachen gekriegt und es ist echt nicht schön. Ich kenne den Typen nicht. Du musst mich auch nicht kennen. Meinst du wirklich? Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht.
Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich hab keine Ahnung. Frag die Kleriker. Deren Regeln versteht doch sowieso kein Schwein. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du's. Ach, scheiße. Ich hab ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Mhm. Wer anderen eine Grube gräbt, sollte eben nicht mit Steinen schmeißen. Das wollte ich alles gar nicht wissen. Wie soll das alles nur enden? Hans von Splitter. Hier wird man dauernd angebaggert. Wer soll denn damit rechnen? Das nervt. Eine neue ID? Ach so, da. Sei lieber leise. Gut, das kriege ich hin. Die Kleriker schießen ja mit Waffen. Also mit Pistolen. Meine liebsten Viecher, weil ich sie so schnell kaputt kriege. Jetzt muss ich doch mal ein Tränkchen nehmen. Boah, ich müsste echt mal hier Heiltränke brauen lernen. Mach eine alte Windmühle. Was haben wir hier? Nichts wirklich Interessantes. Boah, das Zeug schmeckt so widerlich, ey. Was ist denn das da hinten? Sieht aus wie Schutzschilder. Ah, da sind doch Alps. Okay. Okay, die habe ich auch. Dankeschön. Na, da kommt noch eine. Oder doch nicht? Ich greife an. Ja, dann mach das doch einfach. Wahrscheinlich ist er deswegen nicht rausgekommen.
Gräber. Löcher? Alte Münze. Soll man nicht machen. Eventuell, also... Es gibt ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich musste gerade nach meinem Hund gucken. Es gibt ja eine alte Saga, Brauch. Auf jeden Fall, dass man den Toten zwei Münzen auf die Augen legen soll, damit sie den Fährmann bezahlen können. Der die ins Totenreich bringt. Und da sind die jeweils zwei Münzen auf dem Grab und deswegen lasse ich die Pfoten davon. Ja, tot. Ich bin nicht gut genug. Nein. Kannst du mal bitte wieder aufstehen? Also geht niemals nachts in den Wald und verlasst euer Domizil nur mit einer mächtigen Waffe. Das Wick. Eigentlich traurig, jetzt ist er tot. Boah, wie viele Krüge, ey. Kann ich richtig zu Geld machen hier. Ach, dann lass mal raus. Gebe, sagen wir die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht meine ich. Da sind voll die Alps und es sind auf jeden Fall zwei. Aber wenn die das so geschützt haben, werden da mehr als zwei sein. Ich sehe wahrscheinlich nur zwei. Kettenhambe. Wie auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Das nervt. Vic ist tot, aber ich habe die ID-Karten bei seiner Leiche gefunden. Er ist tot? Ach, scheiße. Hat er sich wieder mal nicht damit zufrieden gegeben, nur leerstehende Ruinen zu durchsuchen, was? Er konnte es einfach nie lassen. Frauen oder wertvolle Sachen. Da ist er immer durchgedreht. In Kombination konnte das Böse enden. Naja, wie dem auch sei. Gib mir die ID-Karten. Ich muss sie noch auf dich anpassen. So, fertig. Gib mir die gefälschte ID. Alles klar, warte kurz. Dein Bild muss dann noch eingespeichert werden. So, fertig. Hier hast du deine ID. Und hier hast du die ID für Cooper. Bring sie zu Cooper und achte darauf, dass die Kleriker nichts davon mitbekommen. Wenn Cooper seine ID nicht bekommt, ist er in der Stadt gefangen. Oder schlimmer noch, wird von den Suggestoren zu Gemüse verarbeitet. Jawohl, der Herr. Das kann das doch nicht weitergehen. Kann das früher mal gewesen sein? Wahrscheinlich wäre ich auch anders irgendwie reingekommen. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Boah, ich könnte die jetzt verpfeifen oder ich verpfeife die nicht.
Ah, ich mach das. Ich habe gehört, dass ihr die Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie sich nicht ausweisen können. Das ist richtig. Niemand ohne gültige ID darf die Tore der Stadt betreten oder verlassen. Jemand, der sich nicht ausweisen kann, könnte sich auch eingeschmuggelt haben. Wir können es nicht riskieren, dass sensible Informationen in die Hände des Feindes gelangen. Also halten wir jeden, der raus will und sich nicht ausweisen kann, hier drinnen fest, bis geklärt ist, wo seine ID ist. Stellt sich heraus, dass er gar keine ID besitzt, dann kümmern sich unsere Suggestoren um ihn. Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Ich habe eine ID. Lass mich durch. Zeig her, ich muss sie überprüfen. Halt, warte mal. Du warst doch schon mal hier und hast mich gefragt, woher du eine ID bekommen kannst, richtig? Dann erzähl mir doch mal, woher du diese ID hast, Freundchen. Sie ist gefälscht. Ich habe sie gefunden. Sie gehört meinem Bruder. Das ist meine. Ich hatte sie nur verlegt. Nee. Sie gehört meinem Bruder. Das Bild sieht aus, als wärst du das. Ihr seht euch wirklich ähnlich. Na gut. Da ich heute einen guten Tag habe, lasse ich dich damit durch. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Wenn du jemanden triffst, der sich illegal in der Stadt aufhält, meldest du ihn am besten bei uns. Erich wird sich um solche Fälle kümmern. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich noch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Es sind Separatisten in der Stadt? Ja, so habe ich auch reagiert. Sie behaupten nicht mehr zu den Alps zu gehören. Aber diesen unreinen Wesen kann man nicht trauen. Einsperren und auf Elex-Entzug setzen, so lange bis sie nur noch Gemüse sind. Das sollte man mit ihnen machen. Man munkelt, sie hätten ihr Hauptquartier irgendwo im Osten von Abessa. Eigentlich müsste man sie aufspüren und den ganzen Laden da aufräumen, wenn du mich fragst. Nur ein toter Alp ist ein guter Alp. Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind. So. Ein kleiner Schnitt. Gesundheit. Schönen guten Tag. Flugblatt und Brause darf ich ja nehmen. Oh. Na, will ich aber nicht hin. Ich will erstmal so gucken. Mhm. Okay. Die pflanzen hier Kürbis an.
Mhm. Outlaw. Outlaw. Cooper. Cooper. Was willst du? Bist du für oder gegen die Kleriker? Du kommst schnell zur Sache. Hey, ich hab dich was gefragt. Entweder du gibst eine klare Antwort oder du verziehst dich. Ich hab keine Ahnung. Für? Für die Kleriker. Ist das dein Ernst? Hast du nicht mitbekommen, was hier abgeht? Wir werden hier unterdrückt. Ja, ich weiß. Wir alle haben zugestimmt, dass die Kleriker hier das Ruder übernehmen. Aber dass jetzt niemand mehr in oder aus der Stadt darf, ist doch einfach nur noch Paranoia. Weil die Alps immer näher kommen. Wer's glaubt? Die Alps zu unterschätzen ist ein tödlicher Fehler. Exekutionen, Konverter, Strafexpeditionen. Glaub mir, ich kenn die ganze Scheiße. Aber die Typen sind doch nur hinter Elex her. Und soweit ich informiert bin, gibt es davon hier nicht mehr als anderswo. Warum also sollten sie ein Interesse daran haben, eine befestigte Stellung anzugreifen? Weil sie das Elex wollen. Alles Elex. Ach, du musst dich irren. Irgendwann hat sich jeder den Bauch vollgeschlagen. Das gilt auch für die Alps. Hm. Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Solange ich dir nicht vertrauen kann, werde ich dir gar nichts erzählen. Okay. Ich komme von Hunter. Hunter schickt dich? Warum ist er nicht selbst hergekommen? Er hatte Angst, dass er nicht mehr aus der Stadt gelassen wird, wenn man ihn erwischt. Du meinst, er hatte Angst, dass ihm das Gleiche passiert wie mir? Ich kann froh sein, dass ich noch nicht entdeckt wurde. Sonst wäre ich längst bei den Suggestoren gelandet. Hat Hunter dir etwas für mich mitgegeben? Hat er. Na endlich. Danke. Damit kann ich diese stinkende, klerikerverseuchte Kuppel endlich verlassen. Ich dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Ich weiß nicht, ob Hunter dir eine Belohnung versprochen hat, aber von mir bekommst du auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Wir arbeiten für eine gute Sache. Vertrau mir. Exzellent. Och, seine Sprüche immer so. Exzellent. Ja, sehr vornehm. Sehr schön. Darf man nichts nehmen. Riedel, kenne ich dich? Nein. Drohne. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendjemanden finde, mit dem ich denn reden kann. Sie hat auch nichts für mich. Auch nicht. Auch nicht. Auf der Sache kaut er schon seit Tagen rum. Paige. Warum verschwendest du einen Gedanken daran? Frischfleisch. Diese Aussage entspricht nicht den Tatsachen. Oh Gott. Selbst wenn man uns als Fleisch bezeichnen würde, dann wäre der Grad an Frische nicht... Rede lieber nicht weiter. Wie hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Oder haben sie dich aus Mitleid reingelassen? Du wärst nun mal nicht der Erste, der hier Unterschlupf sucht. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleichen Fressen. Da bist du genau der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Willi, was will die? Will die vögeln? Oder was will die? Ist, glaube ich, eine Gefährtin von uns. Also kannst du Gefährtin werden. Hm. Ich kriege diesen ekelhaften Geschmack nicht aus dem Mund, ey. Warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlichen Haufen Splitter machen kann. Die Nähe zu den Alps sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel und versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel das Handeln verboten. Woher beziehst du deine Waren? Das meiste direkt aus Tavar. Was die dort mit einem Schraubenschlüssel und ein paar Handgriffen hinkriegen, lässt sich gut verkaufen. Womit ich auch schon auf das nächste Problem zu sprechen komme. Ohne ID-Karte ist es unmöglich, an den Wachen vorbeizukommen. Dummerweise habe ich meine aus der Hand gegeben. Und was macht eine Geschäftsfrau ohne Geschäft? Sie erzählt Kerlen wie dir, wie ungerecht die Welt doch ist. Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass der Handel mit Waffen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht?
Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. So sieht die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Hört sich für mich an, als bräuchtest du Hilfe. Das hast du gut erkannt. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Und da ich hier nicht weg kann, läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Du begibst dich auf dünnes Eis. Denkst du, ich habe Angst, dass du mich bei den Klerikern anschwärzt? Selbst wenn du mich verpfeifen solltest, ohne Ware steht dein Wort gegen meins. Und so wie ich das sehe, führen wir hier nur ein Gespräch über das Recht und Unrecht dieser Welt. Ich könnte dir beim Waffenschmuggel helfen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Du bist kein Kleriker und du bist neu hier. Das reicht, damit ich dir vertraue. Also, Folgendes ist zu tun. Verlass die Stadt und such Radok auf. Da er nicht die Verbindungen wie ich vorweisen kann, sitzt er auf seiner Ware und wird sie nicht los. Schwatz sie ihm ab und bring sie mir. Wo soll ich nach Radok suchen? Das Hochland ist groß, aber bei unserer letzten Unterhaltung sagte er mir, er bricht nach Nordosten auf. Er erzählte irgendwas von einer kaputten Windkraftanlage oder so. Such die Gegend dort nach ihm ab. Mit Glück hält er sich dort noch auf. Ja, mit Glück. Ich muss los. Peachy. Ach, so viele Leute hier, so viel zu tun. Wo sind wir denn hier? Schönen guten Tag. Hier haben wir voll den Computer noch. Ein Cleanboard. Schick. Und wir haben hier die Kleriker, die noch total auf Technik und so stehen. Dann haben wir die Outlaws, die irgendwas sind. Achtung, Diebe. Hat dich jemand eingeladen? Huchala, nein, ich wollte gerade klauen. Foto. Ich wollte gerade klauen, ey. Gut, dass der was gesagt hat. Und dann haben wir natürlich diese ganzen Mittelalterleute. Hey, du. Hi. Lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel? Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich hab nur eine Frage an dich. Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Es herrscht Krieg. Na, da haben wir ja Glück, nicht wahr? Dass meine Kuppel über uns hängt, meine ich. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignadon? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Ist es nicht gefährlich, wenn die Energieregulatoren nicht richtig funktionieren? Doch, ist es. Wenn wir jetzt angegriffen würden, könnte es wirklich kritisch werden. Wegen der kaputten Energieregulatoren. Was passiert, wenn sie nicht ersetzt werden?
Wenn nur einer der Regulatoren ausfällt, könnte es passieren, dass die Kuppel eine Notabschaltung durchführt. Andernfalls könnte die Entladung dazu führen, dass gewaltige Schäden in der Stadt entstehen. Ob Entladung oder Notabschaltung, in beiden Fällen wäre die Stadt den Alps schutzlos ausgeliefert. Wie viele Energieregulatoren sind kaputt? Na alle, das ist ja das Problem. Allerdings habe ich bei den meisten schon für Ersatz gesorgt. Nur Lutz hat seinen noch nicht bekommen. Ich werde dir mit den Energieregulatoren helfen. Wirklich? Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Na. Wenn du mir hilfst, ist auch eine kleine Belohnung für dich drin. Du solltest dich unseren Aufnahmeprüfungen in Ignadon stellen. Du könntest einen guten Kleriker abgeben. Mm. Ich habe den verbliebenen Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer. Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Ich darf mich frei bewegen. Irre ich mich oder schwankt die Leistung unserer Generatoren? Die B-Serie war noch nie zuverlässig, das weißt du doch. Ja, aber warum arbeiten wir dann überhaupt noch mit diesem veralteten Kram? Frag das doch einen der Techniker. Von denen erhältst du doch nie eine zufriedenstellende Antwort. Dann weiß ich nicht. Einmal durchgucken. Vivian. Was gibt es? Ich wollte nur... Halt mal. Du... Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber du siehst einem Alp sehr ähnlich. Aber nein, das kann nicht sein. Ist aber auch egal. Hier in Abessa sind alle Völker willkommen, solange sie keinen Ärger machen. Um ehrlich zu sein, wenn die Alps nicht so verdammt gefühllos wären, wären sie die perfekten Menschen. Aber sie sind die einzige Fraktion, der ich nie angehört habe. Was ist mit ihren Titten los? Allgemein bei allen Frauen wackeln die Titten während des Gesprächs. Was meinst du damit? Möchtest du ein Alp werden? Das ist eine lange Geschichte. Wenn dich mein Leidensweg tatsächlich interessiert, dann erzähle ich ihn dir natürlich. Mein Interesse an der Geschichte hält sich in Grenzen, wenn keine logische Conclusio folgt, aus der eine gewisse Form der Rivadierung entsteht. Ich... Was? Ignoriere ihn einfach. Erzähl mir deine Geschichte. Wie bist du bei den Klerikern gelandet? Du willst es also wirklich hören? Sonst hätte ich nicht gefragt. Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, aufgewachsen bin ich in Goliath. Mein Vater und meine Mutter waren beides gebürtige Berserker. Damals herrschte noch Bjar über Goliath und noch nicht Ragnar. Als Kind haben mich die Gesetze natürlich nicht interessiert. Aber als ich ungefähr 12 Jahre alt war, kam einer der Warlords zu uns nach Hause. Ich weiß nur noch, wie ich schrie. Es ist noch immer alles verschwommen von damals. Sie haben meine Eltern aus ihren Betten gezerrt. Und bevor ich mich versah, war ich alleine in der Stadt. Was haben Sie mit deinen Eltern gemacht? Na was wohl. Sie wurden verbannt. Warum sie verbannt wurden, wollte mir niemand sagen. Bis heute weiß ich nicht, was sie getan haben sollen. Ich hasse die Berserker und ihre Gesetze. Nichts gegen diejenigen, die sich hier in der Stadt herumtreiben. Aber diese gesetzesfürchtigen Idioten in Goliath, die wissen gar nicht, was sie sich selbst damit antun. Als ich alt genug war, ich müsste um die 19 Jahre alt gewesen sein, bin ich schließlich aus Goliath abgehauen. Ich habe mir geschworen, nie wieder zurückzukehren. Und bis heute habe ich keinen Fuß nach Edan gesetzt. Was hast du dann gemacht? Naja, was macht man schon, wenn man alleine durch die Welt streift? Man schlägt sich mit Banditen und wilden Tieren herum. Es dauerte nicht lange, da haben mich einige Banditen gefangen genommen. Und dann... Also, diesen Teil der Geschichte werde ich auslassen, wenn du nichts dagegen hast. Da möchte ich nicht drüber reden. Wie dem auch sei, nach einigen Jahren konnte ich fliehen, als ein Trupp Outlaws des Dukes vorbeikam. Ich habe mich ihnen angeschlossen und bin mit ihnen zusammen nach Tavar gereist. Die Outlaws waren schon mehr nach meinem Geschmack. Bei ihnen habe ich kämpfen gelernt und wie man nur von Schrott überleben kann. Wieso bist du nicht bei den Outlaws geblieben? Wegen der Banditen, die mich damals gefangen genommen hatten. Sie kamen zu uns ins Fort und wollten den Duke sprechen. Als sie mich dann sahen, musste ich fliehen. Ich bin einer Patrouille der Kleriker in die Arme gelaufen. Sie haben mich überredet, zu ihnen zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Naja, auf jeden Fall war ich dann im Hort bei den Klerikern. Die ganzen Stunden Schrott auseinandernehmen und zusammenbauen in Tavar hat sich hier für mich ausgezahlt.
Sie haben erkannt, dass ich gut mit Technik kann. Seitdem arbeite ich an diversen Robotern und KI-Systemen. Ich bin der Meinung, dass Roboter am besten dafür geeignet sind, den Frieden einer Stadt aufrechtzuerhalten. Sie machen keinen Unterschied zwischen Rasse oder Klasse. Jetzt habe ich aber wirklich genug erzählt. Bei Kalan, ich fasse es nicht, dass du dir das echt alles angehört hast. Ich danke dir. Es tat gut, das alles mal jemandem zu erzählen. Man sieht sich. War ja auch sehr interessant. Was machst du hier in Abessa? Ich kümmere mich um die Roboter und Drohnen hier in der Stadt. Das heißt, ich koordiniere und plane ihre Wartung und ihre Upgrades. Wenn ich Glück habe, darf ich auch selber mal schrauben. Im Moment muss ich es sogar, weil uns einfach ein paar Techniker fehlen. Sag mal, wie gut ist denn dein technisches Verständnis? Nicht besonders gut. Das ist schade. Naja, dann muss ich mich wohl doch mit den Bewerbern herumschlagen. Andererseits, wenn du einen kleinen Job suchst, dann könnte ich trotzdem deine Hilfe gebrauchen. Ich habe 4 Kandidaten, allerdings kann ich ihre Fähigkeiten nicht einschätzen. Ich bräuchte jemanden, der sie für mich unter die Lupe nimmt. Was hältst du davon? Bezahlt ist der Job natürlich auch. Ich kann die Splitter gebrauchen. Ich nehme die Bewerber unter die Lupe, wenn du willst. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Also pass gut auf. Die Kandidaten heißen Daryl, Nyra, Rorik und Riley. Obwohl, vergiss Riley, dem vertraue ich nicht. Und was den Rest angeht, entweder wollen sie den Job oder ich denke, dass sie gut darin wären. Allerdings habe ich auch bei einigen meine Bedenken, was Loyalität oder Können angeht. Ich will, dass du herausbekommst, wie vertrauenswürdig sie sind und wie gut sie mit Technik umgehen können. Wegen der Kandidaten für dein Jobangebot? Ja. Erzähl mir etwas über Nyra. Nyra gehört zu den Alpseparatisten. Sie hält sich irgendwo im Westteil der Stadt auf. Vermutlich wie die anderen Separatisten irgendwo im Elendsviertel da hinten. Du willst eine Separatistin als Technikerin einstellen? Das ist eben genau das, was du herausfinden sollst. Alps haben häufig ein hohes technisches Verständnis. Aber, naja, es sind nun mal Alps. Ich weiß nicht, ob wir ihr trauen können. Wer ist Daryl? Daryl ist ein Outlaw. Er hat sich mir angeboten. Keine Ahnung, ob ihm zu trauen ist. Wenn er vertrauenswürdig ist, sollten wir ihn nehmen. Es ist schon genug politischer Sprengstoff zwischen uns und den Outlaws. Je mehr wir demonstrieren, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten können und wollen, desto besser. Wo er sich aufhält, weiß ich allerdings nicht. Er muss sich irgendwo hier in der Stadt befinden. Was weißt du über Rorik? Rorik ist ein Berserker. Ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal irgendwo links neben Vitos Kneipe gesehen. Ich weiß, dass Rorik damals in Goliath daran gearbeitet hat, aus den Maschinen Elex zu extrahieren. Ich denke, ich könnte ihm alles beibringen, was er wissen muss. Außerdem sollten wir versuchen, die Berserker hier in der Stadt zu halten. Ihre Magie ist sehr mächtig und sie sind starke Krieger. Sie hier zu haben, wird uns helfen, wenn die Alps angreifen. Bei ihm ist es wichtig herauszufinden, ob er überhaupt etwas mit Technik zu tun haben will. Die Waffen einer Frau kannst du nicht haben. Der war gut. Die Waffen einer Frau kannst du nicht schlagen. Gut, und damit verabschiede ich mich bei euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.